Hallo, liebe Leute, willkommen auf der, ihr seht es wahrscheinlich, Insider werden jetzt wissen, wo ich bin, welche Karte ich spiele, auch vom Gebäude her, von dem Schild her. Ich bin auf der Hasefeld 2K19. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie lang es die, also die gibt es schon länger, die habe ich schon öfter mal gehört. Ja, ich schaue sie mir einfach mal an, das soll jetzt keine Map-Vorstellung sein, falls die mir gefällt, könnte die eventuell noch mit dazukommen oder beziehungsweise die, Achtung, Rade ersetzen, irgendwann mal. Ja. Also das weiß ich nicht genau, ich weiß nur eins, hier soll eigentlich auch noch ein paar mehr andere Fruchtsorte und so Gedönse sein. Ja. Ich weiß auch noch eins, man habe genug Unterstände und ja, Hallen und hier, ne, Silo, was wir hier umschalten müssen. Oh, also hier rein und da raus, wunderbar. Systemtech. Muss man alles noch ein bisschen rausfinden. Ich höre auch Kühe, wobei ich mit Sicherheit davon ausgehe, dass wir noch kein einziges Tier haben. Aber ich höre sie halt schon mal, keine Ahnung. Ne? Und ich habe Anhänger hab ich behalten, da hinten den alten, die Hollenddrescher, den gelben, der standardmäßig. Den habe ich behalten mit dem mega breiten Schneidwerk. Hab hier, das wird wohl ausgetauscht, so früh wie möglich. Und die beiden 5er-Fans, die standardmäßig dabei sind, sind weg. Aus dem einfachen Grund, weil hier ein Kanaldeckel ist. Und weil ich ja schon Fan. Ja, ein Kilo. Sehe ich. War mir ja Fan bis zum Abwinken, ehrlich gesagt. Schon auf der Stadtbach haben. Hm? Da habe ich mir einfach mal eine andere Farbe gegönnt, weil der hat mir gefallen, die Farbe hat mir gefallen. Und da habe ich mir gedacht, komm, nimmst du den da. Einen neuen Holländer. Natürlich die T7-Variante mit 288 PS. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Ja? Aber ich glaube, die kleinere gibt es mit der Lackierung nicht. Wir können gerne mal gucken. Wir können gerne mal gucken. Also mittelgroß hätte auch gereicht. Ein T6. T6 als Mod habe ich, glaube ich, genau, habe ich nicht drin. Ich habe übrigens sowieso sehr wenige Mods momentan drin, ne? Weil schlicht und ergreifend, als ich die ganzen Mods von der Stappenbach mit drin ließ, oder von der Rade, ist die Karte nicht angesprungen. Ne? Ich muss dann also jetzt nach und nach, musste ich dann testen, hier gibt es die Farbe halt nicht, ne? Nach und nach müsste ich dann tatsächlich testen, welche Mods wir noch mit reinnehmen können und welche nicht. Deswegen momentan so. Ich werde natürlich mit dem hier das Zeug hier benutzen. Mir gehören schon Feld 1 und 2. Da sind wir schon so weit, wie es sein soll. Wir gucken mal, was denn alles so eigentlich ne, uns gehört. Nur 1 und 2. Das ist mal sicher. Ne? Das ist also die Hasefeld von oben. Hasefeld heißt ja. Ne? Bei uns noch ist ein Has, ein Hase. Also ist das die Hasefeld mit R. Und die zwei Felder gehören uns. Jetzt ist da drauf Weizen und Raps oder war drauf. Wir haben hier auch noch, oh, das ist schön. Oh, oh, oh. Hopfen, Tabak, rote Beete, Knoblauch, Luzerne und Petersilie. Wachstum, cool, können wir ernten. Ist nicht brutal, muss gepflügt werden, aber erst danach, weil sie ist ja am Wachsen. Das macht ja keinen Sinn, jetzt zu pflügen. So, knetetechnisch, kein Kredit, wunderbar, das heißt, wir können ein bisschen was ziehen, wenn wir es brauchen, Tiere, null, ist ja logisch, habe ich ja gesagt, ich brauche da keine, was ist denn das jetzt, oh, ach ja, Transport ist jetzt auch mit dabei, Transport, Missionen, oh, 30.000, also das muss man sich überlegen, ich habe noch momentan kein Fahrzeug zum Transportieren. Also die wird jetzt nicht unbedingt länger, das soll ich mal sagen. Also die läuft ganz normal um die 15 Minuten. Und ja, ich würde sagen, naja, schon mal so ein Gewicht da vorne. Dann werde ich unseren riesen Anhänger an die 208 PS hängen. 288 PS. Ne? Und dann fahren wir einfach mal schlicht und ergreifend in Dresche zu Feld 1. Wow. 650 PS, das siehst du auf dem Takt, ne? Egal. Passt schon. Ja, ich wollte halt mal einen anderen Traktor wieder haben, ja. Und wie gesagt, das Blau Metallic, das gefällt mir schon ziemlich gut. Muss sagen. Der Anhänger reicht locker aus, weil der wird nicht nur voll von unserem Treasure hier.
Ich weiß, ich habe wieder die große Traktor und keine Ahnung, hast nicht gesehen. Ist der was? Den verkaufe ich wieder. Ihr habt ja recht. Ihr habt sowas von recht. Ich verkaufe den wieder. Ist zwar jetzt ein Verlustgeschäft, aber vielleicht kann man es ja irgendwie wieder ausgleichen. Ja? Nee, ihr habt vollkommen recht, das ist Quatsch. Jetzt hast du hier einen riesigen Traktor und keine Ahnung. Dann fahren wir zum Händler und holen uns einen kleineren Holland. Weil, ist ja sinnvoll. Aber er könnte der Stoff verlassen, der ist irgendwann meiner. So, wir waren jetzt hier der. Wie bin ich jetzt hierher gekommen? Ich war hier durch, genau. Hier bin ich durchgefahren. So war es auch. Also wie gesagt, das ist jetzt keine Mitvorstellung. Ich mache jetzt hier einfach mal mein Ding. Ich schaue mal nach, ob es hier vielleicht Autodrive-Kurse gibt. Vorgefertigte. Was mir halt hier gefällt im Vergleich zu der Infinity. Die Gestaltung der Wege und sowas ist. Und die Umgebung gefällt mir halt um einiges besser. Das bei der Grandfinity Dingsbums Cache, da ist die halt alles ein bisschen karg. Ja. Das finde ich jetzt so toll. Hier ist halt schön schmale Wege, ein bisschen zugewachsen, wunderbar. So, hier müssen wir rum, genau, da ist Wasser neben dran. Ich weiß, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ich mal einen Rundflug machen soll, ja. Oder eine Rundfahrt. Für Leute, die es nicht kennen, aber ich gehe mal davon aus. Als die Karte gibt es, soweit ich weiß, schon ein bisschen länger. Und dann ist das vielleicht nicht nötig. So, hier steht, das ist der Farmshop, genau. Was ich auch cool fand eben, ich bin jetzt, als ich direkt zurückgefahren bin vom Shop zum Hof, da fahren Traktoren durch die Gegend. Ne? Das habe ich schon länger mal gedacht, warum fahren da keine Traktoren, andere Landwirte mal durch die Gegend mit ihren Maschinen, sieht man gar nicht. Ne? In dem Fall ist es so, wir fahren echt durch die Gegend hier, das ist cool. So, hier geht es zum Farmshop rein. Oh, da muss ich sehen. Das dreht sich sogar da oben, oder? Ne? Nicht schlecht. So, wo kriege ich das Ding wieder los? Problem ist, ja, wissen wir ja alle, ich habe jetzt Verluste. Verluste, wo ist der Verkauf? Hier, ne? Zeig mal. Hier ist die Abgabe. Er ist ja kaum gefahren, er dürfte eigentlich schon wenig bringen. Genau, hat mit, ja, da geht das keine Ahnung, verkaufen, tschüss. Okay. So, also, dann gehen wir halt hin. Ihr habt ja sowas von recht. Aber ich würde gerne einen mittelgroßen nehmen, ne, dass wir nicht gleich wieder von ganz von vorne anfangen sollen. Was gibt's denn dann noch? Wir könnten auch Valtra nehmen, gell? Gut, ich will jetzt hier, das ist jetzt kein reines Markenprojekt, wie jetzt die Stappenbach zum Bleistift. Da kann man auch andere kaufen. Der Case gefällt mir auch gut. Mann. Steyr hat auch noch keinen. Schon lange nicht mehr. Eieiei. Ich mache gern immer komplett 1600 Kilo vorne drauf. Hängt da zwar ein bisschen im ja, dumm rum. Aber Frontladeanbau, schaden kann es nix. So, ich hätte gerne aber dickere Reifen. Die Motor-PS-Zahl, das lasse ich erst einmal. Das sind jetzt Breitreifen, gibt es ja auch mit Gewichte. Tatsächlich. Also das ist so ziemlich ein sehr kompletter Traktor. Bis auf die Motorleistung haben wir da eigentlich eine gute Wahl jedoch. Aber gut, da war also 136.000, haben wir jetzt 100.000 Euro gespart, ganz grob. Alter, dann kauft den halt, ey, mein lieber Freund. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht kein Case-Projekt oder sonst was. Was haben wir hier? Das war auch dabei. Petersilienernte, coole Sache. Ist jetzt kein Case-Projekt, und ja, das will dann.
Aber, wenn ich hier meinen großen T7 nicht haben darf, dann nehme ich auch keinen anderen. Nee, Quatsch. Ist alles cool. Alles cool soweit. Ich weise auch keinen CP-Kurs ein hier. Weil ich das hier mit Autodrive mache. Will die Hin- und Herkutscherei soll dann mit Autodrive stattfinden. Ich spring mal rein, dass wir nicht so laut sind. Ich hoffe, dass die Soundeinstellungen beim Mapwechsel übernommen werden von den anderen Maps. Nur dass man also hier Geräte und mein zartes Stimmchen auch gleichermaßen hören kann. Siehst du, man hätte in der Zeit eine Dresche ansetzen können, gell? Da kommt nichts. Oh, da ist ein Blitzer. Stimmt. Na, Blitze sind da auch verbaut. Da ist schon mal einer dagegen gefahren. So. Das Ruckeln ist natürlich klar, ja, die Karte ist jetzt tatsächlich das erste Mal geladen worden von mir. Aber ich meine, ich weiß es nicht genau, ich hätte die schon mal das letzte Mal, keine Ahnung, irgendwann schon mal gehabt und ausprobiert, ich weiß es nicht mehr genau. Wir werden es sehen. Vor allen Dingen hast du hier mal was anderes zum Ansehen und Abernten und was weiß ich was. Und ich würde gerne dadurch, dass wir auf der Rade Kühe haben, dadurch, dass wir auf der Stappenbach Kühe haben und dadurch, dass ich auf der alpinen DLC eventuell Schafe noch mit dazu nehmen würde, gucke ich mal, ob wir hier vielleicht Schweine züchten oder eventuell dann doch die Schafe. Und die Schweine ganz weglassen, dass man auf der Alpine. Die Alpine soll ja eigentlich, wenn es bei mir geht, so ein auch vielleicht nicht vielleicht 100%, aber das soll doch zum Teil ein eine Forstsache werden, ja. Gucken wir mal, so, hier ist ein Hof. Ja, jetzt guckt der blöd, ne? Das war vorher ein blau, jetzt ist ein rot hier. Ja, ich frage mich nur echt, welche Kühe hier muhen. Ja? Oder wird die Nachbarschaft vielleicht, ich weiß es nicht. Aber, wie gesagt, ich habe es euch angedroht. Ich werde jetzt ein bisschen mehr selbst machen und selbst fahren. Das heißt, unser Drescher hier vorne, den fahre ich selbst. GPS haben wir logischerweise nicht. Das ist ja schon mal Kacke. Da muss man also jetzt gucken, wie man es am besten macht. Und hier Hunde kann ich nicht rausfahren, oder? Jetzt kriege ich aber echt die Kratze. So, was Sie hier hinter dem Zaun sehen, ist mein Feld. Wie kommt man da hin? Muss ich da außen rumfahren? Weil hier hinten ist jetzt in der Wald, so wie es aussieht. Und ich Glückspilz habe natürlich einen Drehschemel hinten dran hängen, mit dem er wunderbar rückwärts fahren kann. Sollte hier eventuell eine Öffnung im Zaun sein? Ich vermute tatsächlich, ich wäre verrückt. Aber da geht es irgendwie. Oh, nee, das, oder? Das können wir nicht bringen, du, das kommt zu hart. Das geht nicht, das mache ich nicht, ne? So ein bisschen bei der Realität muss ich mir schon bleiben. Jetzt muss ich mir im Wald irgendeinen Wendeplatz suchen, wo ich mich rumdrehen kann. Ah, na, hier geht's. Hier kann ich auf die Wiese fahren und kann hier wenden. Die gehört nicht mir, also fahr doch nichts kaputt. So, dann mal gucken. Mal kicken, du. Wo wir hier rauskommen zum Feld 1, das muss dann logischerweise in die andere Richtung gehen. Ja, Größe passt, alles in Ordnung, wunderbar. Achso, was ich auch natürlich kenne, ich abfinden würde, aber könnte auch mal in die Kommis schreiben, würden Weinberge hier hinpassen, dass man sie vielleicht hier auf der Map auch mit Wein irgendwas machen. Das, könnte ich mir schon mal vorstellen, gell? Lalalala. So, jetzt muss ich doch da vorne irgendwo, da ist doch irgendwie eine Öffnung. Ich muss mich erst einmal wieder hier, das heißt wieder, erst einmal
erstmal zurechtfinde. Ja, hier auf zu klingeln, alles nachts am Ende. Ah, hier geht's raus. Hier ist wunderbar. Stellen wir den mal hier ab kurz und holen mal den Drescher ein. Da kann der da. Das müsste Weizen sein. So, wir haben hier nur zwei Fahrzeuge. Das ist ja praktisch, du. Dann werden wir den ansetzen. Ja, das Geld wird abgebügelt. Dann werden wir den ansetzen und dann fahren wir dann. Ich weiß nicht, wann die Folgen Hasefeld erscheinen oder sowas. Ja, keine Ahnung. Irgendwann ist es soweit, ne? Lasst euch überraschen. Einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann kriegt ihr das hier mit. Auch generell, ich muss jetzt mal schauen, dass ich in die Videobeschreibung die Modliste rauswerfe, weil die ist noch niemals aktualisiert worden von mir. Ja? Aus zeitlichen Gründen. Also nicht, weil ich jetzt böse Kerl bin oder sowas. Ja? Aber einfach die Zeit nicht. Und was auch noch ist, den Sendeplan, den könnt ihr gerade mal abhaken. So, gibt es hier eine Zuwegung? Ich fahre nicht gern durch die Hecken durch mit dem niegelnagel neue Meter, ja? Hier ist schon mal ein Weg und das Nummer 2. Muss da irgendwo ein Weg sein zur A. Hier vorne ist es. Da vorne ist es durch immer durch. Hey. Weißt du wo? Sollen wir das Stroh auffangen oder nicht? Was kann ich denn in meinem Lager reinlagern? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Nee, ich lasse es jetzt. Oder? Nee. Das Stroh, vielleicht kann man Stroh verkaufen. Das gucken wir jetzt mal. Oh, ich habe auch noch was. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen im Lager. Das, was jetzt schade ist, ist das hier, aber das wird sich gleich ändern. Wie gesagt, ich habe hier die meiste GC-Mods und so weiter, habe ich nicht mit reingenommen. Weil ich nicht gedacht, weil ich mitgekriegt habe, das lädt halt nicht, die Karte lädt nicht. Deswegen, den machen wir jetzt nach und nach immer wieder eine neue Mod mit rein. Und dann mal gucken, wann es abkackt. Zwiebeln, sehr geil. Sehr geil. Karotte, Zwiebeln. Das stand aber da gar nicht, ne? Mal gucken. Auf jeden Fall gibt es hier auch gut Geld für das Zeug hier. Genau, ich wollte mal gucken. Stroh, Luzerne. Luzerne, Stroh, trockene Luzerne. Nein. Holzpellets, was ist das? Petersilie. Danke. Rote Beete, Karotten, Knoblauch. Jetzt habt ihr das mitgekriegt, das war so eine Kack-Telegram-Benachrichtigung. Ja, jetzt ist mein Lenkrad wieder fest, ich kann gerade ins Essen brechen. Schnittblume und so weiter und so fort, frisches Obst, Lebensmittel. Boah! Oh, Fleisch, oh. Also ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass das was wird hier auf der Karte. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich für Stroh krieg. Hier. Ist das Stroh? Nee, das ist Stroh. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es herausfinden, aber nicht heute, sondern demnächst, das nächste Mal. Ich sammle auf jeden Fall mal Stroh ein. Man weiß ja nicht, für was es gut ist. Ich, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich. Wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr gerne mal was drunter hauen. Daumen nach oben, würde mich auch sehr, sehr freuen. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, was für ein Tag heute ist. Deswegen ist es auch nicht. Ich sage einfach einen schönen Tag. Okay? Also, ciao.